So, Moment. Damit begrüße ich erstmal alle Leute. Moin, moin, herzlich willkommen auch bei der YouTube-Aufnahme Ja, von 7 Days. Und pass auf. Und Moment, wo ist er? Hier, da ist er. Ha, da bin ich. Wir sind hier zurück bei 7 Days to Die. Heute mit dem da wieder. Hallo, ich bin's, die Bärbel. Ja, Bärbel, so siehst du aus. Ich weiß es noch nicht, ich bin ja noch im Ding. So, wir haben. Ey, weißt du übrigens, dass wir schon wieder 2 Wochen lang nicht gespielt haben? Ja, es war eine schöne Zeit. Naja. So, Essen, Trinken, extra kauen haben wir alles da. Aber irgendwie schliert der gerade bei mir so ein bisschen. Ja, bei mir initialisiert er noch die Welt. Das gefällt die mir Welt. Nicht. Wie sie mir gefällt, die Welt. Nee, der schliert gerade extrem hinterher. Das kommt davon, wenn du einmal noch was an deinen Einstellungen machst. Ich habe an meinen Einstellungen überhaupt nichts gemacht. Ich bin unschuldig im Sinne der Anklage. Was macht ihr denn hier gerade? Ich bin tot. Warum? Warum bist du direkt gestorben? Und wo bin ich? Keine Ahnung. Warte mal, ich mach mal. Was hast du getan? Ich hab gar nichts getan. Hier, nimm mal an auf I, dann sehe ich, wo du bist. Oh, 3,5 Kilometer. Ja, eben. Wo ist mein Schlafsack? Weiß nicht. Das ist doch alles neu. Nee, es ist nicht. Ich hab noch Dinge. 3,5 Kilometer? Alter, wo bist du? Ach, da hinten bist du. Ja. Danke noch. Ja, moin. Du bist irgendwo in einem Gebiet, wo ich noch gar nicht gewesen bin. Verbrannte Erde. Krieg. Oh, oh, oh. Ja, ist auch die beste Idee jetzt um die Uhrzeit, ne? Ich hab gar keine Waffen. Wie, du hast keine Waffen? Außer die hier. Aha. Ist das sehr laut? So, kann mir keiner sagen, weil keiner guckt. Ja. Du hast also meinen Schlafsack entfernt, sagst du, ja? Würde ich so nicht sagen. Würde ich so schon sagen, sonst werde ich ja hier nicht gespawnt. So, wie heißt denn, wie hieß denn dieses Ding? Werkzeuge, Munition, Gebäude. Holzhammer. Ist ja kein Ding. Ich laufe gerne. Wieso? Sinnfrei durch die Gegend. Ja. Jedem das seine, ne? Alternativ mache ich mir das einfach hier in dem Haus bequem. Ja, mach doch. Scheiße, scheiße, scheiße. Ich komme nicht drauf. Was machst du denn da schon wieder? Ich suche, das gibt hier solche. Ach, wie heißen die Dinger denn nicht? Diese Holzblöcke nur aus Metall. Womit man quasi. Würde man die vielleicht nennen. Nee, ich glaube nicht, dass sie. Obwohl. Moment. Denk an die Kinder. Nee, leider heißen die nicht Metall. Warte mal, heißen die vielleicht irgendwas mit Eisen? Eisenblech, Eisenklappe, Eisenleiter. Eisenrahmenblock war es auch nicht. Ich sollte mir die Dinger echt mal sichern, damit ich weiß. Holzrahmenblock. Eisenleiter. Was habe ich denn hier eigentlich für Müll in der Tasche, ey? Warte mal, vielleicht. Doch alles Quatsch. Braucht doch keine Sau. Hoppla. Kaffeesamen. Lappen. Federn, Nägel, alles weg. Ja, schön. Siehst du, das ist der Grund, warum. Ach, naja, weißt du, ich habe jetzt aber keine Lust, das 3 Kilometer zu tragen mit einem vollen Inventar.
Du könntest ja, hättest ja einfach herkommen können, aber nein. Es sind 3 Kilometer. Ja und? Überleg mal, wie weit ich beim letzten Mal laufen musste. Hätte ich da jetzt einen Schlafsack gehabt, hätte ich mir den ganzen Sache ablegen können. Ich war überfüllt. Das habe ich alles weggeschmissen. War nur wichtige Bauteile bei. Ach, naja, dann. Idiot. Ich kann ihn nicht tragen. Nee, eine Krankenschwester. Zwischen ihm die Beine geschossen. Verdient. Was heißt denn hier eigentlich noch? Was ist das denn? What's this? Sand habe ich hier. Warum das denn? Baue einen riesigen Penis. Ja, viel Spaß dabei. Heißen die ja vielleicht Rahmen? Nur diesen Eisenrahmenblock. Wunderschöner Penis. Lehm und Eisen, aber das kannst du. Die Spitze hat gefallen. Yeah. Wie weit ist denn das eigentlich noch? Das ist ja übelst weit. Ich weiß nicht, warum du da hinten deinen Spawnpunkt hast. Alter, willst du gleich aufs Maul haben? Der ist da, weil du meinen Schlafsack zerstört hast. Vielleicht. Da komme ich niemals hin, das sind 3 Kilometer. Das sehe ich nicht mehr auf der Karte. Ach, ist das schön. Ist das schön. Ein toller Stream, ja. Gefällt mir schon bis jetzt sehr gut. Ich meine, wir spielen jetzt schon ein paar Minuten. Ja, ich habe meinen ausgemacht, weil es ist total sinnfrei. Toll. Naja, was solltet ihr machen? Ihr stundenlang durch die Gegend laufen, das ist bestimmt, das ist voll cool. Das macht mega Spaß. Ach, ey, hör auf zu heulen. Ich meine, wir spielen jetzt ein paar Minuten, ich bin noch nicht einmal gestorben. Naja, du hängst wahrscheinlich nur im Inventar und ich laufe hier über Berge. Über Stock und Stein. Ich versuche gerade irgendwie rauszufinden, wie diese Dinger heißen, aber. Alteisen ist es nicht. Eisen, Eisenblech. Also ich glaube, ich mache das mal. Ich schmu einfach mal bei einem anderen Kanal. Moment. So. Terraforming war das? Nee. Ich freue mich jetzt schon wieder, wenn ich das hochladen darf. Gucke ich hier wieder eine halbe Stunde lang auf mein Handy. Ah, das sieht gut aus. Ja, schön, dass ihr wieder zurück seid. Ach, die haben sie ja auch noch auf Englisch, die Kacke. Oh.
Ja, da bin ich auch noch nicht drauf gekommen. Stahlgerüst heißen die Dinger. Eisen und Lehm, okay. Ah, da ist Lehm. Da ist Eisen. Let's do this shit. Wobei, den muss ich jetzt eigentlich machen. Hast du jetzt eigentlich echt ausgemacht? Ja. Wo bist du hin? Hast du das ganze komplette Spiel ausgemacht oder was? Nein. Dann hast du den Verbund aufgehoben oder was? Achso, wo bist du denn? Ja, stimmt, ich laufe hier irgendwie voll. Naja. Hä, ich bin. Waren wir denn da am Wasser? Waren wir doch, oder nicht? Oder ja, guck doch mal, klick doch mal i. Ich hab dir eine Einladung geschickt. Aber wir sind doch am Wasser, oder nicht? Ich steh doch neben dir, quasi. Hä, nein. Welche von den beiden war das denn? Welche Koordinaten? Warte mal, die Koordinaten sind, wo ich jetzt bin. Wo das Haus ist, Mann. Ja, ja, ich bin beim Haus. 778 Nord, 1689 West. 778 Nord? 778 Nord. Ja. Da. Das müsste doch. Das ist doch, oder? Und dann? 1689 West. Na, klick. So. Klick doch mal auf I. Nimm doch die Einladung wieder an. Ja, ich werde verfolgt. Ach so. Ich weiß gar nicht mal, wie unser Haus aussah. Hast du da irgendwas geändert? Nein. Wir waren direkt am Wasser gewesen. Aber das Haus war hinterm Wasser, ne? Logischerweise. Ja, ja, das war hinterm Wasser. Ja, ja. Hier den. Mal kurz den hier reinpacken. Den auch mal austauschen, sonst wir können. Also, das ist geschmiedeter Stahl. Ich brauche aber geschmiedetes Eisen. Geschmiedetes Eisen. Und zwar 25 Stück. Let's fetz. Like you. La da da da. La 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 da da. Da. Hey. Break my strike. Sup. Jadrion Griffin hat mir geschrieben. Sup. Super. Was heißt das? Sup. Super. Na, vielleicht hat er dich aber auch supported. Das kann natürlich auch sein. Ja, aber natürlich folgen sie dem Profi. Wer da? Sind Sie das? Wer ist da? Wo? An der Tür. Ich habe doch gerade gehört, dass du an der Tür warst. Was für eine Tür, Alter? Ich laufe hier durch die Buschenei. Ja, ich weiß ganz genau, warum du die Einladung auf ihn nicht annimmst. Damit ich nicht sehe, wo du bist. Warum? Meinst du etwa, ich bin schon an unserem Haus? Ja, ich hab doch gerade die Tür gehört, du Penner. Ich stand gerade unten. Denkst du, ich hab das nicht gehört? Na, guck doch nach! Ja. Theoretischerweise könnte ich das. Allerdings versuchst du jetzt wahrscheinlich gerade über die Tür oben reinzukommen. Das ist vollkommen richtig. Hast du dich wenigstens erschrocken? Alter! Bastard. Wie bist du hier reingekommen? Naja,
Der? Wer ist der unbekannte Spieler? Was soll das? Das ist Vincent. Wie bist du hier reingekommen? Die Tür ist auch zu. Tja. Hier ist noch ein Schlafsack drin, wollte ich nur sagen. Aha. Ja, besser ist das. Und wessens ist das? Meiner nämlich. Jetzt ist es deiner. Das ist der, den ich da reingepackt hatte. Ja. Ich habe beim letzten Mal habe ich deinen einfach zerstört. Ja, so. Weil du ja gesagt hast hier von wegen, ne? Du hättest wärst auf alles vorbereitet gewesen. Bin auf alles vorbereitet. Hat man ja gesehen. Ich bin auf alles vorbereitet. Ach Gott, jetzt werde ich gleich erschossen. Warum? Weil ich dich doch kenne. Das ist doch totaler Mumpitz, ist das doch. Außerdem habe ich keine Munition mehr. Also nicht. Ja, du könntest unten in der Waffenkiste gucken, da ist es bestimmt noch Munition. Naja. Du hast doch Friendly Fire, aus, ich scheiße drauf. Wie man offenkundig sieht, du Penner. Moment. Und wenn du jetzt mal einen Schlafsack zerstört hast, Alter. Dann wäre das fair. Nein, dann werde ich dich gleich fisten, mein Freund. Du hast meinen Schlafsack zerstört. Du bist so ein dreckiger Mistsack, weißt du das? Du das doch nur ekelhafter, verpisster, dreckiger Mistsack, Dreckarschlochpenner. Alternativ kannst du auch einfach versuchen zu sterben, weil beim zweiten Mal war ich einfach nur 200 Meter entfernt. Ja, du mich auch. Also ich würde dir sterben echt empfehlen. Du Arschloch, du Dämlicher. Ja, was soll denn das? Ich will nur mal dran erinnern, das war einfach nur die Rache fürs letzte Mal. Ich werde dir jetzt aber nur einen Schlafsack basteln. Okay. So, wenn ich schon mal hier bin, nehme ich das, die Sache noch gleich mit. Ja, weißt du, was richtig geil wäre? Gartenbau. Hätte ich echt voll Bock drauf hier irgendwie. Hab nur gar keinen Plan mehr, wie wir das beim letzten Mal irgendwie gemacht haben. Ja, ich war ja gerade dabei, eine Werkbank eine eigene zu bauen, damit wir nicht immer rüberrennen müssen nachts. Das geht mit der Werkbank, oder was? Unter anderem. Mal gucken, habe ich dann wenigstens die Dings rausgenommen? Nee, die liegen natürlich noch im Ofen. Aber wisst ihr, was witzig ist, dass man mit Ackerbau halt echt, Samen anpflanzen, das ist so eigentlich das Easyste der Welt. Warum braucht man dafür eine Werkbank? Das finde ich halt echt dumm. Das Spiel macht an und für, das ist in der Alpha, also ich bitte dich. Ja, bin Schlafsack oben reingepackt. Ja, aber Ackerbau ist doch das, was man relativ schnell macht. Naja, wir brauchen dazu halt Werkzeuge, ne? Apropos Werkzeuge, siehst du? Kann ja mal gucken, was die Kiste gehen könnte. Ja, natürlich ist genau jetzt ist hier ein Monster, ein scheiß Zombie, weißt du? Oh, da hätte ich jetzt auch mal. Bergbaumeister? Nee. Guck mal, wie kann man denn jetzt vom Land leben? Sammler. Liegen bleiben. Weißt du, dass du so ein Arschloch bist, ey? Boah, fuck, ein Bär. Ein Bär! Also ich würde ja schon ganz gerne hier ein bisschen. Aber braucht man dafür echt? Wir brauchen auf jeden Fall Werkzeuge, und zwar mindestens eine Hacke. Ah ja, stimmt, wir wollen ja mal gucken. Werkzeuge, Munitionswaffen, Rohstoffe, Werkzeuge. Einmal eine alte Spitzhacke. Die können die aber rein theoretisch einfach bauen mit geschmiedetem Eisen, Holz, Leder, Klebeband. Ja. Und dann könnte ich da direkt loslegen, oder was? Könntest du bestimmt machen. Aber? Boah! Alter! Mit einer Axt und einer Schaufel geht das nicht, oder was? Ich weiß es nicht. Nee, jetzt musst du graben. Mit einer Steinaxt kann ich das ja nicht machen, nee. Ohne Spitzhacke. Ah, fuck. So, warte kurz. Ich muss hier gerade mal den Bären mitnehmen. Kuckuck, Herr Bär. Ach, Beete und Felder. Guck mal, hier haben wir es doch. Dafür brauche ich verrottetes Fleisch, Nitratpulver, Lehm, Boden, Holz. Dann kann ich Beete bauen. Du solltest beten.
So, mal gucken. Achso, kann ich den hier auch? Nö, der ist. Der ist Lör. Ich brauche verrottetes Fleisch. Na gut, ich habe ja. Wie kriege ich ein Fleisch? Wie verrottet ein Fleisch jetzt? Kriegst du meistens von irgendwelchen Zombies verrottet oder. Fleisch habe ich ja, aber. Warte mal, halt. Moment. Ich werde hier gerade. Was greift mich hier an? Alter, wo kommst du denn her, Junge? Sag mal, wo kommst du denn her? Aus Stumpfhausen, bitte sehr. Ich glaube. Penner. Man macht mein Mikrofon hier. Was ist denn mit dem? Schlimm. Ja, hör auf zu bluten, Mensch. Du Muschi. Toll, jetzt habe ich die ganzen, die Scheiß-Zombies aus der ganzen Gegend hier angelockt. Wie kriege ich jetzt Lehmboden? Wie wand ist? Lehmboden kannst du einfach, wenn du draußen gräbst. Ah, guck mal, ich kann einfach auf den Boden nochmal spitzen. Ich habe nur eine Schaufel. Sag mal, stirbst du jetzt mal, du Arschke? Hallo? Kinderfreundlich. Nix hier, Kinderfreunde, der ist ab 18 der Stream immer noch. Deiner, ja. Meiner nicht. Ja, dass deiner nicht ihr ab 18 Kinder ist, damit kann ich ja nichts. So komm mit doch all. Der Papa, der öffnet den Hosenstall. Warte. Zack, gesperrt. Ich frag mich seitdem, seit wann die Zombies hier geräuschempfindlich sind. Also seit wann die hier hören, dass ich hier schieße. Alter, Digga, immer schon? Nein. Immer schon? Kann ich mich nicht dran erinnern. Das war doch, wo ich die alle weggelockt habe, als du vom Dach... wo ich die alle mit Schüssen irgendwo hingelockt habe, dann habe ich mich versteckt und bin um die rumgeschlichen. So macht man das. Ach so, war das. Das war immer so gewesen. Du schießt irgendwo, dann kommen die alle hin und währenddessen kannst du dich außen rumschleichen und musst gar nicht gegen Zombies kämpfen. Ja, ich renn mal. Ich muss mal wegrennen hier gerade. So, jetzt habe ich hier ein bisschen gebuddelt. So, also, Holz brauche ich auf jeden Fall. Lehmboden habe ich, Nitratpulver brauche ich. Verrottetes Fleisch. Ich bin überlastet. Oh, ich weiß, wo ich bin. Aber wäre es nicht einfacher, also, ich sage ja nur... Ja, das wird aber nicht, ich glaube nicht, dass das funktioniert, oder? Bei mir hat es geklappt, ich bin gestorben und war 200 Meter entfernt. Gut, ich probiere es aus. Wir verlieren ja unsere Sachen eh nicht. Moin! Was, ja, moin! Moin, komm mal hier. Was zack. Ich persönlich fast schon ein bisschen... Soll ich sagen, ich finde das ein bisschen... Was findest du ein bisschen was? Also, es würde zumindest Sinn machen, wenn man die verliert. Cool, ich habe gerade... Geil, passt ich habe gerade einen Zombie umgeboxt. Passt man halt ein bisschen mehr auf. Plötzlich kam dann zweiter. Jetzt bist du bestimmt gleich irgendwo hier. Na guck mal, siehst du nur einen Kilometer laufen. Was, wo bin ich? Na, ja, ein Kilometer in die Richtung, okay. Bisschen dichter. Nitratpulver wäre toll, wenn ich sowas hätte. Ja, ich bin gerade auf dem Weg. Ich glaube, ich habe was. Aber musst du mal gucken, oben in der Verbrauch- oder Gebrauchkiste. Ja, ich habe schon was gefunden. So. Verrottetes. Ja, läuft, das ist ja auch da. Und nö? Kann ich das bauen? Beete und Felder? Ja, geil. Du kannst alles bauen. Wenn du willst. Oh, geil. Ja, geil! Der Gärtner ist am Start. Ich will auch mal irgendwas Produktives machen. Geil. Ich habe gerade einen Zombie mit einem Hit auf den Kopf zermotscht. Ja, mega, ne? Ich würde jetzt vorschlagen, dass ich hier unser schönes Blumenbeet hinpacke. Ich kann dir sagen, direkt gegenüber, neben der hat Vincent letztens angefangen zu bauen. Da wollten wir unser Ausweichquartier quasi für den Blutmond dann. Ja, deswegen kann ich ja hier schön den Garten hinbasteln. Ja, kannst ja direkt neben dem Haus. Gegenstand muss repariert werden, natürlich muss er das. So,
Prinzessin. Was willst du denn? Prinzessin auf der Erde. So, jetzt kann ich ein Blumenbeet basteln, oder was? Ja, du, wenn du dann Samen mitbringst quasi. Ach, das wird oben hingebaut, ach so. Kommt gar nicht rein, oder was? Wer kommt nicht rein? Ich meine, das Blumenbeet wird draußen hingebaut. Das wird draußen hingebaut, ja. Dann würde ich ja vorschlagen, dass ich dann hier eine Art Gewächshäuschen baue. Oder what? Hast du denn jetzt ein Dings gebaut? Also so eine Hacke? Nö, aber ich habe jetzt erstmal ein Blumenbeet, also aus Holz. Ne? Das steht halt und da drin Blumen. Ach so. Ja, aber wir können, du kannst, wenn du eine Hacke baust, können wir auch so Sachen anbauen, die wir später essen können halt, ne? Ja, das kann ich hier theoretisch auch reinbasteln. Oh. Ach so, geht das mittlerweile auch, okay. Ja, ein richtiges Blumenbeet, ein kleines. Cool. Hab ich denn da irgendwie Samen, die ich da reinpflanzen kann? Testen wir das mal. Ich habe Schneebeeren. Du hast Schneebeeren? Ja, kann ich da reinpflanzen? Nein. Ich habe keine Ahnung. Die hat euch gegessen. Sollen wir mal durchlesen, also. Ah, ich glaube, das müssen mal Samen sein. Die sind erforderlich, um Feldfrüchte zu pflanzen. Aha. Aber bleibst du jetzt mal, lässt du mich jetzt mal in Ruhe hier? Hallo? Feldfrüchte. Ja. Ist er wieder auferstanden hier oder was? Kollege! Liegen bleiben, Heike sagt. Liegen. Sag mal. Sind die nervig, Alter, heute? So, ich bin jetzt in Parishton. Das ist gut, bist ja fast da. Ja. Ich bin aber auch schon wieder kräftigst überladen. Pass auf, ich. Natürlich schieße ich daneben, na klar doch. Scusi! Greift mich hier so ein scheiß Panther an, hör mal, ich glaub es ja wohl. Panther, begrüße sie. Hä, wo geht denn das Tier nicht? Das ist so dumm. Nur gut, dass ich eine Rüstung anhab. Gucken, laufe ich dann wenigstens in die richtige Richtung? Irgendwie hat das hier nicht so geklappt, wie ich mir vorgestellt habe, aber okay. Also Holzmittelplatte ist doof. Hä, ist das hier ein Kerzentisch? Was, ein Kerzentisch? Kerzentisch. Keine Ahnung, aber kann ich bauen? Baue ich auch. Wozu? Ja, weil ich wissen will, was das ist. Das wäre schön, wenn du nicht die ganzen Sachen, die wir eventuell für was anderes brauchen, verwursten würdest. Ja, das ist einfach nur eine dumme Kerze. Nein, ich hatte nur eine Kerze im Inventar. Ja. Halt's Maul, Alter. Die Musik wird bedrohlich. Why? Keine Ahnung, wahrscheinlich weil Zombies in der Nähe sind. Meinst du? Nee. Maybe wäre möglich. Haben wir eigentlich noch irgendwelche Nutzpflanzen hier? Aber ich habe vorhin Kartoffeln gegessen. Du hast Kartoffeln gegessen? Warte mal, wir haben doch bestimmt irgendwie noch Kartoffeln im Schrank, die so eine pflanzen kann. Nein, du brauchst Kartoffelsamen. Du kannst aus allem möglichen. Kartoffelsamen? Ja. Ja, da steht dann immer Kartoffel in Klammer Samen. Kaffeeboden. Guck doch mal, ob du welche aus Kartoffeln herstellen kannst. Yucca-Samen hätte ich. Nehme ich doch mal so eine Yucca-Same mit. Vielleicht kann ich die reproduzieren. Warte Aloe mal, was Vera? Braucht man dann? Was hast du gesagt? Kartoffeln, ne? Yucca? Ja, irgendwas, was man vielleicht essen Supermais, kann. Aloe Vera, Heidelbeere, Hopfen, Kaffee, Kürbis, Mais. Ich habe ja gar keinen Kühlschrank.